Grundsätzlich haben alle Kinder die richtigen Voraussetzungen, handwerklich begabt zu sein oder einfach auch kreativ zu sein. Spielerisch Handwerk erlernen. Was sich erstmal simpel anhört, erfordert viel Zeit und einen guten Plan. Deshalb nahm die Kita Märchenwald Ludwigsfelde an dem Projekt Wer will fleißige Handwerker sehen von der örtlichen Musik- und Kunstschule teil. Die 3- bis 5-Jährigen konnten traditionelles Handwerk wie Weben und Töpfern kennenlernen, ausprobieren und erleben. Entwickelt und geleitet wurde das Projekt von Bianca Leisner. Die Entstehung des Projektes kann man darauf zurückführen, dass ich schon viel mit Kitas zusammengearbeitet habe und handwerklich oder handarbeitlich viel mit Kindern schon gearbeitet habe und einfach gemerkt habe, dass es da Potenzial gibt, um da weiter dran zu arbeiten. Und dann heißt es ja auch immer, wenn man die Politik verfolgt, dass wir einen Handwerkermangel in Brandenburg haben oder dass das Handwerk in andere Bundesländer umzieht und ganz, ganz viele Kinder einfach auch gar nicht wissen, welche Berufe ihre Eltern haben. Und das war dann eigentlich der Anschub für die Entstehung dieses Projektes. Gestartet wurde das Projekt im August 2013 in der Stadtbibliothek Ludwigsfelde, wo die Kinder Wissenswertes zum Handwerk in Büchern und mit CDs erfahren konnten. Im Anschluss vermittelten Bianca Leisner und zwei weitere Dozentinnen der Musik- und Kunstschule zweimal pro Woche den rund 170 Kindern den Aufbau und die Funktionsweise von Instrumenten. Um den Bogen zwischen Handwerk und Musik zu spannen, wurden Klanghölzer, Holzblocktrommeln und ein Xylophon gebaut und so die motorischen Fähigkeiten der kleinen Handwerker gefördert. Wir haben ihre Sinne geschärft für die handwerklichen Tätigkeiten in ihrem alltäglichen Leben und haben Impulse in die Kita gegeben, haben Impulse von der Kita bekommen, um vielleicht auch Dinge besser zu machen oder auch anders zu machen, damit sie noch besser in den Kita-Alltag einfließen. Aber letztendlich war es ein tolles Projekt und wir hatten alle richtig viel Spaß. Azubis und Ausbilder der Jugendtischlerei im evangelischen Jugendwerk Telto Fleming GmbH leiteten die Kinder beim Bauen eigener Instrumente an. So entstand unter anderem das Outdoor-Xylophon aus Robinienholz für den Spielplatz der Kita Märchenland. Die Produktionsschule und auch die jungen Leute, die dort ausgebildet werden, sind keine Musikexperten. Trotzdem haben sie sich dieser Herausforderung gestellt. Finde ich total klasse, auch das Ergebnis. Und die besondere Herausforderung war die, ein Xylophon zu erstellen, was pentatonisch gestimmt ist. Das heißt, dass keine Halbtonschritte vorkommen, sodass man also jedes Mal, egal welche Töne man jetzt gleichzeitig anschlägt, das klingt immer toll. Und man kann halt sehr schön rhythmisieren und die Kinder können sich da austoben und das klingt einfach immer gut. Und das hat die Jugendtischlerei einfach ganz hervorragend gelöst. Ja, ich bin ganz, ganz doll begeistert. Das Erscheinungsbild ist toll und der Klang ist toll und man hat ja auch vorhin schon gesehen, die Kinder nehmen das ganz wunderbar an. Gefördert wurde das Projekt durch das Programm Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Alle Kinder konnten kostenlos teilnehmen. Das Tolle an dem Projekt ist, es ist eine 100% Finanzierung, über die also auch die Honorare abgedeckt werden konnten für die Dozenten, über die wir Materialien anschaffen konnten. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Normalerweise muss ein Träger so einer Einrichtung dann immer noch einen Eigenanteil leisten. Das ist hier nicht der Fall. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir dieses Projekt bekommen haben und dadurch auch für alle Kinder kostenlos machen konnten. Es ist einfach leider so, dass es viel zu wenig gemacht wird, weil, oder auch die Kinder viel zu wenig die Möglichkeit haben, das zu tun. Weil wenn sie die hätten, hätten wir alles super Handwerker in ganz Land Brandenburg. Wer will fleißiger Handwerker sehen?